Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie wie gewohnt hier im Presseraum der MDCC Arena am heutigen Donnerstag, zwei Tage vor dem nächsten Spiel des 1. FC Magdeburg, welches ein Auswärtsspiel darstellt. Innerhalb von 10 Tagen trifft der FCM zum zweiten Mal auswärts auf den Halleschen FC. Anstoß am Samstag um 14 Uhr im Erdgas Sportpark. Den 1. FC Magdeburg werden etwa 530 Fans begleiten bei diesem Auswärtsspiel. Weiterhin wird parallel hier am Stadion wieder das gemeinsame Fußballschauen angeboten, welches ebenfalls ab 14 Uhr dann läuft. Ja, vielleicht blicken wir erstmal wie gewohnt an dieser Stelle auf unseren Kader. Ich darf unseren Cheftrainer Jens Hertel recht herzlich begrüßen. Die englische Woche liegt ja nun hinter uns. Zwei Trainingstage liegen bereits hinter Ihrer Mannschaft. Gibt es Ausfälle in der Mannschaft zu verzeichnen oder vielleicht sogar den einen oder anderen Rückkehrer? Ja, hallo erstmal. Also wir haben am Dienstag sind wir in die Woche gestartet. Dann hat der Piotr Kühlung eigentlich alles mittrainiert und hatte aber irgendwo einen blauen Fuß, wo wir nicht so richtig wissen, wo es herkam. Sah jetzt auch nicht so dramatisch aus, der hat gestern nicht trainiert. Ansonsten Michel Niemeyer hat am Dienstag gefehlt, war gestern dabei. Wasim Radzek wird heute einsteigen. Also es kommen ein paar Jungs zurück. Also es waren heute auch ein paar Jungs beim Arzt, wo ja, eine Rückkehr in absehbarer Zeit möglich wäre. Also Richard Weil wird jetzt intensiven Athletiktrainer in den nächsten Tagen arbeiten. Es kann ja sein, dass der also irgendwo im Laufe der nächsten Woche, wenn alles gut geht, dann auch zurückkehren könnte, eher als eigentlich erwartet. Von der Seite her, es lichtet sich ein Stückchen. Ein paar Patienten haben wir dann halt trotzdem noch mit Manuel Farona-Polito, wo es nicht so richtig vorwärts geht. Lukas Zischers ist wieder eingestiegen über das Torwarttraining, so noch nicht jetzt direkt in Spielform, aber es sind jetzt ein paar Jungs, die eben zurückkommen. Ja, wie gewohnt der Blick auf den kommenden Gegner. Der HFC hat ja gestern auch einige Abgänge schon bekannt gegeben. Unabhängig davon, wie sehen Sie den kommenden Gegner? Ja, was gilt es vielleicht zu beachten? Naja, also das ist ein Derby und das sind spezielle Spiele. Ich glaube, da ist völlig uninteressant, was da jetzt bei denen so ringsherum abläuft. Sie werden dieses Spiel mit allem, was sie haben, gewinnen wollen und werden alles in die Waagschale werfen. Das wird wie immer für uns in Halle ein ganz unangenehmes Spiel, aber auf der anderen Seite auch ein sehr reizvolles Spiel. Jetzt in der Konstellation ist es halt nochmal auch für uns ein Stückchen was Besonderes und ja, wir fahren da natürlich hin, um möglichst 3 Punkte mitzunehmen. Aber da müssen wir alles auspacken, was wir haben. Danke, Jens Hertel. Ja, Marius Wisslow begrüße ich an unserer Seite. Marius, das vergangene Spiel musstest du leider von der Tribüne beobachten, weil du gelb gesperrt fehlen musstest. Wie wichtig war dieser Sieg für die Mannschaft, für eure Mannschaft und wie hast du das von der Tribüne aus verlebt? War ja sicherlich nicht ganz so angenehm. Ja, hallo zusammen. Es war sicherlich nicht schön, von der Tribüne aus zuzugucken. Aber das Gefühl nach dem Sieg war natürlich riesengroß bei mir, weil ich vor allem einen sehr guten Auftritt von unserer Mannschaft gesehen habe und es war kein einfaches Spiel. Groß Asbach wird vielleicht nicht so wahrgenommen, wie der Name klingt, stehen aber nicht umsonst da ganz oben. Das haben die gezeigt, dass sie eine sehr gute Mannschaft haben und wir haben wirklich mit einem Kader, der relativ klein war, weil so viele Spieler verletzt oder gesperrt waren, eine richtig gute Leistung abgeliefert und das hat für mich nach dem Spiel so ein Gefühl ausgelöst, irgendwie voller Freude auf die nächsten Spiele, dass wir mit dem kleinen Kader, der uns zur Verfügung momentan steht, immer stärker werden, enger zusammengeschweißt werden und uns auf die kommenden Aufgaben einfach freuen können. Nun könntest du ja Samstag wieder in der Startelf stehen, unabhängig davon, was gilt es gegen Halle zu beachten. Du hast ja in der ersten Partie jetzt im Landespokal auch auf dem Platz gestanden und die Mannschaft angeführt. Ja, ich glaube, wir müssen einfach zusehen, das, was wir auch die letzten Spiele gegen Halle gemacht haben, dass das Spiel einfach entschieden wird durch die Einsatzbereitschaft, durch die Entschlossenheit, durch den Mut, den man auf dem Platz legt, dass man weiß, es ist ein Derby, ganz Sachsen-Anhalt freut sich drauf. Wie jede andere Mannschaft will auch Halle uns ein Beinchen stellen, die vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Und dementsprechend müssen wir darauf uns einstellen, dass es wieder ein hitziger Kampf wird, dass uns alles abverlangt wird und dass wir in erster Linie ein Derby leben lassen und bereit sind, wirklich Gras zu fressen, wie das heißt, und versuchen, alles in die Waagschale zu legen, dass es uns gelingt, am Ende dort zu bestehen. Danke, Marius. Ja, dann kommen wir zu Ihren Fragen, liebe Pressevertreter.
Jawohl, schau bitte. An den Trainer. Zuletzt gegen Groß Asbach haben Sie ja mit einer Viererkette agiert. 4-2-3-1 bzw. 4-4-2 war es dann ja eher. Hat ja sehr gut funktioniert. Ist es aus Ihrer Sicht eine ernsthafte Option, wieder mit der Viererkette zu spielen oder favorisieren Sie eher wieder das 3-4-3? Wir wägen alles miteinander ab, werden natürlich auch noch mal ein paar Sachen durchspielen, aber grundsätzlich ist alles möglich. Also es hat beides ein Für und Wider. Man muss natürlich mal gucken, wo auf was legt man dann jetzt entsprechend Wert oder wie ist jetzt eben doch der Gegner aufgestellt. Also da werden wir uns jetzt sicherlich noch nicht festlegen und das schon öffentlich gleich gar nicht austreten oder breit treten, sondern da sollte sich der Kollege auch ein paar Gedanken machen. Sie haben eine kurze Nachfrage dazu noch. Sie haben ja die Erfahrung mit der Viererkette sowie auch mit der Dreierkette auch in Halle gemacht im Pokal. Da hat es ja mit dem 3-5-2 nicht so ganz zufriedenstellend funktioniert, oder? Das ist richtig, weil wir da natürlich schon den Schwachpunkt, den dieses 3-5-2 hat natürlich, dann hat Halle ganz gut ausgenutzt über die rechte Seite, aber war sicherlich auch die Abläufe nicht dann so sicher waren, wie wenn man das natürlich regelmäßig spielt. Aber wie gesagt, mit der Umstellung in der zweiten Halbzeit sind wir da schon noch ein Stückchen stabiler gewesen und haben uns dann auch besser auf ihre Art eingestellt oder auf ihre Stärken. Und jetzt müssen wir gucken, weil jetzt alles gesund ist bei uns und dann werden wir eben schauen, was die beste Mannschaft für dieses Spiel sein wird. Ich habe eine Frage zur Verletzung von Piotr. Rührt die von dem Foul von Röser aus dem Asbach-Spiel? Nee, der hat ja ganz normal trainiert. Am Dienstag war halt auch eine kurze, intensive Einheit und dann hat er aber irgendwo in der Nacht oder früh am Morgen dann irgendwo blau gehabt. Kann jetzt ein Gefäß geplatzt sein, kann irgendwo ein Tritt gewesen sein im Training. Schauen wir mal, wie es heute ist, ob er heute trainieren kann. Also, wir gehen mal davon aus. Andreas Mann. Er hatte beim Hallischen FC, sah es im Winter alles noch Friede, Freude, Eierkuchen prima aus. Jetzt sind sie ein bisschen ins Mittelfeld abgerutscht, haben das Hinspiel gegen ihre Mannschaft verloren, haben jetzt im Landespokal verloren. Es herrscht ein bisschen Unzufriedenheit auch da im Umfeld bei den Fans. Inwiefern kann man sich das für das Spiel zunutze machen, gerade vielleicht zu Beginn des Spiels, weil die Unruhe ziemlich schnell in Halle momentan, glaube ich, von den Rängen rüberkommen kann. Ja, grundsätzlich ist das jetzt nicht meine Aufgabe, sag ich mal, die Situation in Halle zu bewerten. Wir wissen, dass das Spiel ein besonderes Spiel ist, unabhängig davon, wie zufrieden oder unzufrieden sie jetzt mit der Rückrunde sind, sondern die wissen natürlich auch, dass sie mit einem Spiel vieles gut machen können und das werden sie versuchen. Und klar ist natürlich, sollten wir irgendwo dann schon noch ein paar Anteile auch uns abknapsen an dem Spiel, kann es schon sein, dass es da vielleicht auch ein bisschen ungemütlich wird, aber das liegt dann an uns und da müssen wir uns gut vorbereiten und wollen uns gut vorbereitet sein. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir müssen alles raushauen, was wir eben drin haben. Ja. Also wir müssen die Kiste aufmachen, alles rausholen, was wir haben und dann natürlich die richtigen Werkzeuge im richtigen Bereich dann eben doch anwenden. Ist denn auch ein Taschenrechner mit dabei, dass ich schon mal so durchspielen, was passiert? Nee. Das ist ein Derby, da geht es darum, nur dieses Spiel erstmal zu gewinnen, was dann danach rauskommt. Da haben wir doch danach genügend Zeit. Da gibt es jetzt durch diese berühmten Smartphones, wo man dann direkt nach dem Spiel drauf gucken kann. Aber davor brauchen wir doch gar nicht, wollen wir davor rechnen. Ja. Danach können wir mal gucken und sehen. Aber am Ende gucken wir auf uns, auf dieses Spiel. Das ist ein Derby. Das wollen wir gewinnen mit allem, was wir haben. Und nichts anderes zählt am Sonntag. Nochmal kurz zur personellen Situation. Sie haben gesagt, der Michael Niemeyer hat auch aussetzen müssen. Was hat er genau? Der hat den Schlag im Spiel abgekriegt. Mhm. Das war schon auch relativ früh. Der hat sich dann halt durchgebissen und dann ging das jetzt am Dienstag noch nicht. Da hat er da noch ein bisschen individuell trainiert und ist aber gestern eingestiegen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie er das verkraftet hat. Das war gestern nicht so intensiv. Und dann können wir das eben erst bewerten, wenn wir die Einheit heute absolvieren. Okay. Ich würde noch mal Marius fragen wollen, du hast es ja vorhin auch schon so ein bisschen durchspringen lassen, es gab jetzt zwei Siege im Landespokal und dann diesen Erfolg gegen Groß Asbach. Was glaubst du persönlich, wie wichtig war das oder wie viel Rückenwind könnt ihr aus diesen beiden Partien jetzt mit nach Hause nehmen?
Er hat sehr viel Rückenwind. Also der Sieg in Halle war enorm wichtig für das Spiel am Samstag gegen Groß Asbach. Das hat man gesehen. Jedes Erfolgserlebnis gibt auch ein bisschen mehr Selbstvertrauen, den Einzelnen, aber auch der Mannschaft. Und das haben wir gegen Groß Asbach gemerkt, gespürt. Und der Sieg gegen Groß Asbach wird uns dann wiederum Selbstvertrauen für das Spiel in Halle wiedergeben. Und ja, da wollen wir die 10 Tage positiv abschließen. Ja, Rudi Bartels hier noch. Herr Hartl, ich versuche mal von der anderen Seite, ohne Rechenschieber. Es sind noch 4 Spieltage. Wie viele Mannschaften, glauben Sie, haben mit Stand heute noch Chancen, diese berüchtigten 3 Plätze da oben einzunehmen? Am Ende. Das sind schon noch eine ganze Menge. Also es sind einfach zu viele, um da jetzt sie alle zu benennen. Ja, weil jeder, der dann irgendwo eine Serie spielt, ist dann noch voll im Rennen. Ja, also wenn man jetzt nur dieses Jahr nimmt und dass er im Zwickau überragende 35 Punkte bis jetzt schon geholt hat in der Rückrunde, zeigt, dass eben alles möglich ist. Und wer jetzt eben die 4 Spieler am Stück zieht und dann nochmal 12 Punkte aufsattelt, dann können wir jetzt mal gucken. Da haben wir also noch eine Menge Mannschaften, gute Möglichkeiten dann auch noch oben reinzurutschen. Ja. Und von der Seite her, da jetzt nur schon ein paar zu benennen, das sind mir noch zu viele, um da jetzt das zu bewerten. Was glauben Sie, Nachfrage, für wann sich diese Spreu vom Weizen am letzten Spieltag? Wird das wirklich eine Last-Minute-Entscheidung? Naja, wenn sich jetzt niemand großartig absetzt, dann wird es wahrscheinlich erst am letzten Spieltag entschieden. Ja, wenn jetzt, aber sollte jetzt jemand irgendwo die Serie spielen und seine Spieler eben alle durchdrücken, kann es eben auch sein, so wie im letzten Jahr, dass dann halt auch am letzten Spieltag schon, sagen wir mal, in der Beziehung alle Entscheidungen gefallen sind. Da war es ja ähnlich, das war ja lange offen und dann hat Würzburg eben die Dinger dann eben durchgezogen und dann waren sie eben den Spieltag vor Schluss dann eben doch durch. Andreas Mann. Marius, eine Frage an dich. Es geht jetzt um so viel, es ist so eng, der Trainer hat es ja gerade richtig gesagt, vielleicht dauert es bis zum letzten Spieltag und man kann sich keine Fehler mehr erlauben. Kann man da als Spieler eigentlich noch locker an so ein Spiel herangehen? Man beschäftigt sich da auch immer mehr damit. Das Beschäftigen muss einen auch beschäftigen, dass man wirklich jetzt absolut sich keinen Patzer mehr leisten kann und wirklich alles mal aushauen muss. Ja, aber das Gefühl kennen wir ja. Also es ist ja noch niemals so weit weg. Die Saison ist sehr lang, aber auch irgendwie kurz. Zu Anfang der Saison standen wir ganz unten. Nach den ersten 4-5 Spielen haben alle darüber gesprochen, es wird schwer, die Klasse zu halten. Im zweiten Jahr ist es verdammt schwierig. Mit dem Kader, mit der Mannschaft, das funktioniert nicht. Ein paar Wochen später stehen wir jetzt hier und wir reden über ein ganz anderes Thema. Also sieht man, wie verrückt die ganze Welt ist und wir durften uns zu Anfang auch keine Fehler erlauben. Wir mussten einfach nur zusehen, wenig Fehler zu machen und einfach das umzusetzen, wofür wir jeden Tag trainieren und was uns an die Hand gegeben wird, was wir spielen wollen, dass wir Vertrauen in die Angelegenheit legen und dass wir an uns glauben, dass die Mannschaft, ja, die hat es auch nicht immer einfach, aber jedes Mal zieht die irgendwo positive Kraft herbei und ist dann auch in der Lage, jetzt zu Ende der Saison oben mitzuspielen. Also das ist ein positives Gefühl. Wir können einfach darüber froh sein, dass wir noch eine Mannschaft von den Mannschaften sind, die oben stehen, die da auch noch um etwas spielen kann. Und darum ist das einfach eine geniale Situation, die wir haben. Und wir wollen uns auch für eine richtig lange Saison und eine harte Arbeit, die wir täglich verleben, auch Spiel für Spiel belohnen und da gilt es halt um Siege. Und daher ist es für einen Spieler immer ganz schön, man soll Fehler machen, man darf Fehler machen, dafür hat man auch Kollegen, die das auch vielleicht ausbügeln, aber man soll nicht zu viele Fehler machen, weil wer zu viele Fehler macht, wird doch irgendwann mal bestraft und dann kriegt er nicht das, was er will. Gibt es weitere Fragen? Vom Engel. Ja, wir sind ja jetzt hier im Aufstiegskampf und da muss man ja als Spieler, der auch gut in der Stadt vernetzt ist und unterwegs ist, sicherlich das eine oder andere über sich ergehen lassen. Wie schwierig ist es momentan für einen Fußballprofi in Magdeburg zu sein, wo schier die ganze Region den Aufstieg will? Ja, ich erlebe das manchmal anders. Ich denke, ich bin mitten im Abstiegskampf. Also die sind ja sehr verhalten, die Magdeburger, muss man ja auch sagen. Die Erwartungen sind natürlich gestiegen, das ist auch klar. Aber ja,
wir versuchen das richtig einzuordnen. Das ist das Wichtigste. So wie wir die Schulterklopfer kriegen, müssen wir auch damit klarkommen, wenn es mal nicht gut läuft, dass wir auch mit den Worten der Fans oder der Sympathisanten klarkommen. Also ich denke, alles ist wichtig, dass man vernünftig, ehrlich miteinander redet, kommuniziert und das auch einzuordnen weiß. Weil wir haben eine geniale Situation. Ganz Magdeburg oder ganz Sachsen-Anhalt, glaube ich, die meisten aus Sachsen-Anhalt oder auch bundesweit freuen sich, dass wir so weit oben stehen, dass wir noch viele Möglichkeiten besitzen und diese Chance einfach uns bewahren und versuchen einfach Spiel zu Spiel das Maximale rauszuhauen und einfach diesen Moment genießen, weil es ist nicht selbstverständlich. Ich weiß nicht, wie oft man in der Karriere, sage ich mal, in der dritten Liga so weit oben steht und auch noch die Möglichkeit hat, vielleicht was ganz Großes zu erreichen, aber wenn es soweit sein soll, dann wird es auch kommen. Es bringt jetzt nichts damit, sich zu beschäftigen, was am 38. Spieltag ist, weil das weiß keiner von uns, sondern wir können einfach nur beeinflussen, was jetzt am Wochenende stattfindet. Und da ist ein wichtiges Spiel, was wir vor der Brust haben. Wir wollen da unbedingt gewinnen. Wir fahren dahin, um die maximale Punkteausbeute raus mitzunehmen. Und das ist in erster Linie das Wichtigste für uns. Und alles andere wird sich von alleine geben. Durch Sprechen, durch Reden hat noch keiner was erreicht, sondern es müssen Taten folgen und wir sind dafür da, auf dem Rasen die sportliche Antwort zu geben. Und wenn wir das schaffen und das ziemlich oft in der Saison, dann werden wir auch irgendwann auch ziemlich oft oben stehen. Gut, beenden wir die Pressekonferenz an dieser Stelle. Vielen Dank für Ihr Kommen und unserer Mannschaft Samstag viel Erfolg in Halle. Dankeschön. Ja.